Ho, ho, ho! Hier ist euer Kanal-Sweins! Und ich begrüße euch recht herzlich am zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn ich das dann heute noch hochlade. Und das ist eine kleine Information für euch. Übrigens, ich lade das auch auf den Kanal Mr. Tod Gamer hoch, also bin ich auch der Florian von Mr. Tod Gamer. Und ich möchte euch heute zeigen, und zwar gibt's ja bei Steam, wer bei Steam ist, weiß das, so eine Happy Hour. Das ist einfach so Happy, was auch immer. So Weihnachtsspecial. Und was das wissen ja viele, dass es so ein Weihnachtsspecial gibt, wie man hier sieht, gibt es dann recht günstige Spiele, wie zum Beispiel Terraria für nur 5 Euro oder Borderlands für was weiß ich wie viel Euro. Wie viel waren das jetzt hier bei Borderlands? 14 Euro, 15. Und das ist reduziert auf, es geht auch bis zu hier 2,49 Euro gehen, das sind auch manche Spiele reduziert. Aber was viele nicht wissen, ist, man kann auch gratis Spiele gewinnen, wenn man das hier mal nochmal hier so anschaut. Und dazu gehen wir einfach mal hier auf zum großen Geschenk kaufen. Einfach hier auf das rote Dings da klicken. Da müssten wir in diesem Fall jetzt hier kurz warten. Achso, übrigens, ihr könnt mich auch auf Steam adden, da heiße ich JT Kanada 921. Weil Kanada 921 schon weg war. Und dann kann man, wie hier zum Beispiel, wenn man 10 Titel in die Wunschliste tut, das heißt, man geht auf ein Spiel, tut es in die Wunschliste, und das macht man bei 10, dann bekommt man ein Geschenk. Oder hier kann man auch von, oder ins Inventar schauen. Die Geschenke sind immer im Inventar, die kann man dort auch auspacken. Oder wie hier zum Beispiel ein kostenloses Spiel herunterladen von Steam und dann einen Gegner mit einem Schneeball in Lockdown treffen. Und ja, oder auch Spiele, die was kosten, kann man da auch mit was machen. Bis zum 1. Januar sollte man täglich vorbeischauen und man kann jeden Tag etwas gewinnen. Es ist immer jeden Tag auch was Kostenloses dabei. Dann, wenn ihr in euer Inventar schauen wollt, müsst ihr einfach hier drauf klicken oder hier oben und dann ins Inventar gehen. Gut, hier ist es jetzt so, ich habe... Das ist jetzt hier mein Inventar. Das ist das kostenlose Spiel, Spiral Knights Dingstar. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall könnt ihr mal meine Spiele anschauen. Ich habe nämlich Terraria jetzt bekommen. Das ist ein Spiel, was man bekommen kann. Terraria. Und dann noch Team Fortress. Fortress Beta 2. 2 Beta und Team Fortress 2. Dann Portal. Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 1, Half-Life 2 Episode 2 und Half-Life 2 Lost Coast. Diese Spiele habe ich schon gewonnen. Man bekommt aber nicht immer diese Spiele. Manchmal passiert es auch, dass man Kohlebrocken oder habe ich auch schon Kohlebrocken oder diese Gutscheine hier bekommt. Und da ja bei einem auch Handel ist, würde ich habe jetzt 2, es werden noch mehr wahrscheinlich. Heute mache ich heute noch ein bisschen was. Könnt ihr mich gerne adden auf Steam unter JT Kanada 0121. Da heiße ich so. Da könnt ihr mich gerne adden und oder ihr schreibt mir euren Namen runter in die Kommentare und ich adde euch dann. Und zwar könnt ihr mit mir handeln. Ihr könnt mir einen Kohlebrocken geben, falls ihr schon ein anderes kostenloses Ding gemacht hat und einen Kohlebrocken gewonnen habt. Oder, ja. Für einen Kohlebrocken gebe ich euch hier halt so eine 25 oder 10% GIF-Code-Card. Ich schau mal, ob ich noch mehr bekomme. Das wird wahrscheinlich noch so sein. Ansonsten, ganz nette können sie auch her schenken. Und, ja. Das war's dann auch schon wieder. Bedanke ich mich. Und ich bedanke mich jetzt auch schon mal für diejenigen, die mir Kohlebrocken geben oder mit mir tauschen. Auch wenn der andere nichts gibt, zählt der Handel als erfolgreich. Und wie gesagt, man kann halt Glück haben und ein kostenloses Spiel bekommen. Oder man kann halt Pech haben und so einen Kohlebrocken oder so ein Coupon bekommen. Dann, das war's das auch schon wieder. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Leute von Kanada 921 und ihr von Mr. Tod Gamer, freut euch auf morgen, wenn ich mein Tutorial hochlade. Bis dahin, euer Kanada 921 oder Florian von Mr. Tod Gamer. Macht's gut. Ciao.